Heute gibt es einen Klassiker, nämlich die Erdbeerbiskuitrolle. Und das Rezept solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, ist nämlich super einfach und richtig, richtig lecker. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ja, eigentlich ein Klassiker schlechthin, die Erdbeerbiskuitrolle, allseits beliebt. Und eigentlich ist sie überhaupt nicht schwer in der Herstellung. Traut euch ruhig einmal daran, es ist wirklich relativ einfach. Wir starten los mit dem Biskuit. Ich habe hierfür einen hellen Biskuit gebacken und dafür benötigen wir folgende Zutaten. 5 Eier der Größe M, die ich schon in Eiweiß und Eigelb getrennt habe, 75 Gramm Zucker, einen Teelöffel Vanillearoma, Vanilleextrakt oder alternativ könnt ihr auch ein Päckchen Vanillezucker verwenden. Wir brauchen eine Prise Salz, einen gestrichenen Teelöffel Backpulver, 20 Gramm Speisestärke, 110 Gramm Mehl und 2 Esslöffel heißes Wasser. Ich starte mit dem Eiweiß. Dieses schlage ich zusammen mit dem Salz in einer absolut sauberen und fettfreien Schüssel etwa 30 Sekunden an, gebe dann die Hälfte des Zuckers dazu und lasse das Eiweiß vollständig steif schlagen. Ist dies geschehen, nehme ich eine neue Schüssel, gebe hier die Eigelbe, den restlichen Zucker sowie das heiße Wasser dazu und lasse die Eigelbe 10 Minuten hellcremig aufschlagen. Ich verwende hier übrigens den gleichen Schneebesen, das ist hier gar kein Problem. Kurz vor Ende der 10 Minuten gebe ich noch den Vanilleextrakt dazu. Wenn ihr Vanillezucker verwendet, könnt ihr diesen natürlich direkt zu Anfang dazugeben. Die Masse sollte nach 10 Minuten richtig schön fluffig, hellcremig und schaumig sein und wird nun unter die Eiweißmasse gehoben. Zuerst gebe ich allerdings etwas Eiweiß in die Eigelbmasse, rühre das ein, denn so wird die Eigelbmasse schon einmal aufgelockert, bevor ich beides zusammengebe und die Eiweiße vorsichtig unterhebe. Anschließend siebe ich noch Mehl, Speisestärke und Backpulver dazu und hebe dieses genauso vorsichtig unter. Ist alles gut untergehoben, kommt der Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und wird gleichmäßig glatt gestrichen. Die Biskuitplatte kommt in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für etwa 12 bis 13 Minuten. Nach der Backzeit wird der Biskuit einmal mit Hilfe eines zweiten Backpapieres vom heißen Backblech heruntergestürzt. Das Backpapier wird vorsichtig abgezogen und sollte das hier ein wenig haken, dann befeuchtet die Oberfläche ein wenig mit Wasser, dann geht das Backpapier ganz leicht ab. Den Biskuit bestreue ich nun mit etwas Zucker, gebe ein sauberes Küchenhandtuch darauf und stürze ihn einmal wieder zurück. Und rolle ihn von der langen Seite her mit dem Handtuch auf. Während die Biskuitrolle nun auskühlt, bereiten wir die Erdbeersahne zu. Für die Erdbeersahne benötigen wir insgesamt 300 Gramm klein gewürfelte frische Erdbeeren, die ich schon in 120 und 180 Gramm geteilt habe. Die größere Menge wird nämlich gleich püriert. Außerdem benötigen wir einen Teelöffel Vanillearoma oder auch hier alternativ ein Päckchen Vanillezucker,
75 Gramm Zucker, 3 Esslöffel Erdbeerkonfitüre, 200 Milliliter süße Sahne und ein Päckchen Sofortgelatine. Alternativ könnt ihr natürlich auch ein anderes Geliermittel verwenden. Das schreibe ich euch auf meinem Blog im Rezept, den ich euch am Ende dieses Videos verlinke. Die größere Menge Erdbeeren, also die 180 Gramm, werden mit der Hälfte des Zuckers fein püriert. Und anschließend rühre ich die Sofortgelatine hinein. Wenn ihr natürlich ein anderes Geliermittel verwendet, habt ihr eine etwas andere Zubereitung. Deswegen schaut bitte in meinem Rezept auf meinem Blog, da schreibe ich euch das alles auf. Da sich hier bei mir ein paar Klümpchen gebildet haben, püriere ich das Ganze nochmal und dann waren auch die Gelatineklümpchen weg und ich konnte meine Erdbeermasse nun so weiterverarbeiten. Die kalte Sahne gebe ich in einen Rührtopf, lasse diese etwa 30 Sekunden anschlagen, gebe anschließend den restlichen Zucker hinein und lasse die Sahne vollständig steif schlagen, bevor ich die pürierten Erdbeeren noch dazugebe und einrühre. Die Erdbeersahne sollte nun für einige Minuten in den Kühlschrank gestellt werden, bis sie anfängt zu gelieren. Die nun ausgekühlte Biskuitplatte wird aus dem Handtuch ausgerollt. Gebe hier zuerst die Erdbeerkonfitüre obendrauf. Anschließend die Erdbeersahne, die ich glatt streiche. Und nun verteile ich noch die 120 Gramm Erdbeeren obendrauf und rolle die Biskuitrolle mit Hilfe des Handtuchs zusammen. Mit Hilfe meiner großen Teigkarte drücke ich die Biskuitrolle noch etwas fester zusammen. Dazu drücke ich die Teigkarte unter die Biskuitrolle und ziehe gleichzeitig den unteren Teil des Handtuches nach vorne, sodass sich das Handtuch ein wenig fester zusammenzieht und so die Biskuitrolle schön fester eingeschlagen ist. In dem Handtuch gebe ich sie nun für mindestens 3 bis 4 Stunden zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Ist dies geschehen, könnt ihr sie aus dem Kühlschrank herausnehmen, aus dem Handtuch auswickeln und dekorieren. Da meine Servierplatte etwas kleiner ist, habe ich sie natürlich noch ein wenig zurechtgeschnitten und ich habe mich hier für Puderzucker sowie etwas Sahne und noch halbierte Erdbeeren entschieden. Aber hier könnt ihr ganz variabel sein und eure Biskuitrolle so dekorieren, wie ihr das gerne möchtet. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und auch hier unter dem Video in der Infobox. Schaut auf jeden Fall beim Rezept vorbei, da verlinke ich euch auch die alternative Zubereitung, wenn ihr keine Sofortgelatine verwendet, wenn ihr zum Beispiel Blatt- oder Pulvergelatine verwendet oder die pflanzlichen Varianten Agar-Agar oder Agatine, das schreibe ich euch alles ins Rezept
auf meinem Blog mit hinein. Wenn ihr die Biskuitrolle mal nachgebacken habt, dann hinterlasst sie mir doch sehr gerne mit dem Hashtag Nicoles Zuckerwerk bei Instagram oder auf meiner gleichnamigen Facebook-Seite. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben und vergesst doch bitte nicht, das Rezept mit euren Freunden zu teilen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, und wenn ihr nun noch ein weiteres Video sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei, da verlinke ich euch ein weiteres Rezept von mir, und hier unten auf dem Foto könnt ihr mir ein kostenfreies Abo dalassen und dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen tollen Start in die neue Woche und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich in einem weiteren Video. Macht's gut, tschüss!